Kants Kritiker der klassischen Metaphysik und Seinslehre war ihrer Zeit weit voraus, eigentlich schon, ging schon Richtung Postmoderne, weil es eben die eigene Struktur des Bewusstseins des Subjekts mitdenkt und den Einfluss auf den Erkenntnisprozess. Das geht insofern in Richtung Postmoderne, als dass die Postmoderne die Sprache, sozusagen die Wendung zur Sprache hin, die versuchen auch immer mitzudenken, wie Sprache eigentlich unsere Auffassung der Wirklichkeit mit verändert, der Sprachprozess. Die Moderne übernahm daraus als wichtigste Resultate für sich, könnte man sagen, die Abwendung von überlieferten Traditionen, Kirche und Religion, die Hinwendung zur Vernunft, Ratio und zur Wissenschaft, insbesondere zur experimentellen Methode. Also es galt jetzt nur noch, was man wissenschaftlich nachproduzieren kann. Wissenschaft, interessanterweise, gemeint ist die Flachlandwissenschaft, Flachland, also im Sinne von die innerlichen Quadranten mal ausgeblendet. Am Anfang der Wissenschaftsentwicklung war es noch so, dass eben Phänomenologie noch als Methodologie gewürdigt wurde und gesehen wurde und wertgeschätzt wurde. Später war es nicht mehr so. Später wurde die diskreditiert, da galt nur noch an harten Fakten messbar auf dem Tisch lag sozusagen. Kantsphilosophie ebnete den Weg für Flachland, obwohl sie selber mit Glauben durchaus sehr vereinbar ist. Und ironischerweise gibt es auch einen Platz für Gott und die Seele in Kants Philosophie, insbesondere in seiner Moralphilosophie ist es sehr wichtig, dass es sozusagen ein höchstes Wesen gibt, das Glückswürdigkeit zuordnet zu den glückswürdigen Subjekten, sozusagen die sich Verdienste durch moralisches Handeln erworben haben, die denen das zukommen lässt. Das Vernunftpostulat, das ist mit drin, aber es ist eben keine, da geht es nicht um die Erfahrung des Göttlichen in dem Sinne. Ja, ich komme jetzt mal auf die Kombination von Rationalität und Spiritualität zu sprechen, also dieses Orange, wenn man so will. Da gibt es eben verschiedene Formen, wie das kombiniert werden kann. Da gibt es einmal den Deismus, den Agnostizismus und den Atheismus. Wenn du lesen willst, was hier unten steht, Erwin, steht Atheists, the real Ghostbusters. Atheisten, die wahren Geisterjäger. Es gibt diese Ghostbusters. Das ist Jesus Christus hier mit seinen Löchern. Ja, es war keineswegs so, dass zu Beginn der Moderne der Glaube an ein höchstes Wesen oder Gott von allen Autoritären verneint wurde. Im Gegenteil, also sie waren eigentlich noch ziemlich, das war eigentlich noch ganz nah mit Religiosität und religiös aufgewachsen und die Kirche war nichts Fremdes. Einige haben das im Bauschenbogen dann verdammt als den Hort allen Übels und andere haben versucht, das irgendwie zu verbinden mit den neuen Auffassungen. Und die frühe Form eines orangen Ausdrucks in der jungen spirituellen Intelligenz war der Deismus. Wir glauben an einen Schöpfer, der das Universum mit Naturgesetzen ausgestattet hat oder manchmal auch Uhrmachergott genannt wird, weil er sozusagen das Universum eingerichtet hat und sich dann sozusagen zurückzieht und daraus und es läuft alles ab, es ist aber immer noch sozusagen göttlich. Es ist die Prinzipien, nach denen es funktioniert, sind göttlich. Aber wir selber müssen moralische Entscheidungen treffen und so weiter. Und sind frei, haben Freiheit. Die intellektuell aufrichtige Variante der Ablehnung des Glaubens, mangels Erfahrung, ist Agnostizismus. Agnosis, Nichtwissen. Agnostizismus heißt, ich sage nicht, es gibt gar keinen Gott, ich weiß es einfach nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Kann nichts darüber sagen, keine Erfahrung, mir ist Gott noch nicht begegnet oder so. Ja, dann sage ich, bin ich aufrichtig und sage, ich weiß es nicht. Die unaufrichtige Variante, weil selber eine Art Dogma, ist der Atheismus. Die Behauptung, dass Gott nicht existiere oder tot sei. Weil wenn man nach Kant geht, dann muss man das ja irgendwie auch belegen können oder nachvollziehbar. Man hat ja sozusagen behauptet, ja eine Erfahrung gemacht zu haben, dass Gott nicht da sei. Dann muss man ja auch mal darlegen, wie man da hingekommen ist und nicht nur einfach sagen, das ist so. Und einen Weg darlegen, den andere auch gehen können, um das zu verifizieren oder zu falsifizieren. Und das macht der Atheismus nicht, der lehnt es einfach nur ab. Sagt, es gibt nichts Quatsch. In diesem Sinne hier.
Crashkurs in postmoderne Philosophie. Also es ist unheimlich vielschichtig und einer der Vorläufer oder frühen Beginner ist Wittgenstein, da geht es eigentlich schon auch los mit Wittgenstein, wo das so ein bisschen vor seiner Zeit war. Das war Wittgenstein, ich weiß gar nicht, so 1917, 20, also so Erster Weltkrieg, in der Zeit hat er was geschrieben und die richtige Postmoderne, das kam so erst nach, ich weiß gar nicht, so 70er Jahre oder so, war das richtig stark, so 70er, 80er. Das ist hier das Foucault. Also worum geht es da an der postmoderne Philosophie? Betonung der sozialen Konstruktion von Wahrheit durch Sprachspiele, also das, was wir im unteren linken Quadrat, URL, da müssen wir auch kurz finden. Sprachspiele heißt, wir spielen jetzt hier ein Sprachspiel. Ich sage gewisse Sachen, ich rede hier mit integralen Begriffen, ich spiele mit Bedeutung, das folgt gewissen Regeln und wenn ihr alle dieselben Regeln folgt, dann versteht ihr, was ich meine. Und wenn wir jetzt in drei Häuser weitergehen, da ist, keine Ahnung, da ist gerade, treffen sich, keine Ahnung, der türkische Kulturverein, die spielen ein ganz anderes Sprachspiel. So kann man sozusagen die Welt aufteilen in Subuniversen, wo Subbedeutungsuniversen kann man sozusagen, wo einfach nur die Mathe so nebeneinander stellen und sagen, hier spielen sie dieses Sprachspiel, das ist das Sprachspiel der Wissenschaft, und das ist das Sprachspiel der Kunst, und das ist das Sprachspiel der Literatur und dann ist das Sprachspiel meines Vortrags hier. Das sind alles legitime Sprachspiele, die Leute spielen und da gibt es keins besser und keins schlechter. Das ist alles eine Soße in gewisser Weise. Oder, nee, gar nicht wahr. Die Differenzen werden nicht verwischt, sondern sie werden hervorgehoben und es wird gesagt, es gibt eigentlich gar keinen Zusammenhang. Das ist der Clou der postmodernen Philosophie. Das sind alles Brüche und Sinnbrüche und so kleine Sinnenklaven. Hier ist eine Sinnenklave, da ist eine Sinnenklave. Wir kommen eigentlich gar nicht mehr zusammen. Wir sind so verschieden. Wir sind so verdammt verschieden. Ich bin so speziell, ich bin so besonders. Naja, das ist so ein bisschen übertrieben. Also Intersubjektivismus, Relativismus, intersubjektiv, also dieses Wir ist mir so wichtig und Relativismus entsteht eben dadurch, dass man eben gar nicht mehr, gar keinen Maßstab hat, zu vergleichen, welches Sprachspiel ist denn jetzt besser. Also sie sind einfach nur anders. Es gibt gar keine Ordnung bei uns scheinbar. Die sind einfach nur verschieden. Es ist einfach eine unendliche, flache Weite von Sprachspielen, die sich da so auftun. Ein unendlicher Horizont. Und man weiß eigentlich gar nicht, ich schwimme ja in diesem Sprachspiel, wo schwimme ich denn hin? Oder gibt es überhaupt einen irgendwo hin? Gibt es überhaupt eine Richtung? Gibt es überhaupt ein Ziel und einen Zweck dieser Reise? Oder gibt es überhaupt eine Reise? Also, das ist ein bisschen verwirrend. Man kann sich da sehr darin verlieren, in diesen Perspektiven. Ja, insbesondere gibt es eine große Ablehnung, große Erzählungen, also große Systeme, große Modelle. Was fällt darunter? Zum Beispiel Hegels Systemdenken. Das ist so ein bad No-Go-Thema für postmoderne Philosophie. Hurra-Modernismus, so Leute, die sich auf Standpunkt stellen, modern ist nur gut gewesen. Fortschritt. Es geht nur bergauf. Wie die Deutsche Bahn meint, das Logo. Nur bergauf. Ja, oder auch Wilber ist die Postmoderne auch eine große Erzählung. Also er macht eigentlich nur eine große Story. Und das ist eigentlich alles ein Sprachspiel, kann man so sagen. Und da gibt es solche und solche Sprachspiele und das ist eigentlich alles relativ. Aus der Sicht der Postmoderne. Pluralität und Diversität statt Totalitarismus und Einheitszwang großer Systeme. Und da wurde darauf geachtet, niemanden zu marginalisieren, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Jeder hat sein Sprachspiel, jeder hat seinen Sinnhorizont, jeder ist anders, jeder ist besonders, jeder ist verschieden, jeder ist Multikulti. Also, alle Meinungen sind eigentlich Perspektiven. Perspektiven, die eingebettet sind in Kultur und Körper. Das ist eine wichtige Erkenntnis der postmodernen Philosophie. Wahrnehmung, also das, was wir naiv so denken, was wir einfach nur so wahrnehmen, so phänomenologisch quasi. Sagen die, es ist eigentlich schon alles vorgefiltert und vorgeprägt. Wir haben Filter, gesellschaftliche Sinnfilter, da kommen gewisse Dinge gar nicht vor. Kann ich ja im Prinzip dadurch angedeutet schon, dass ich gesagt habe, Spiritualität im Diskurs der Moderne ist eigentlich deformiert, es ist eigentlich, fällt so raus, wird unterdrückt. Aufklärung der Aufklärung, so Stichwort, Kritik an der Moderne.
Die Kritik der Moderne ist, dass die Moderne den Mythos des Gegebenen aufsetzt. Das ist im Prinzip, was hier so auch schon angedeutet ist, dass die Wahrnehmung einfach für wahr gehalten wird oder die Daten, die man so sammelt. Und dass man übersieht, dass das alles, dass es Machtstrukturen gibt. Foucault hat sich sehr stark darauf konzentriert. Machtstrukturen, das ist alles durchzogen von Machtstrukturen. Der Wille zur Macht sozusagen. Macht ist faktisch. Und Macht ist faktisch. Macht ist in Architektur eingebettet, ist in Schulsystemen eingebettet, das sind alles Formen der Machtausübung. Und das sind alles so Muster, die uns so prägen. Und da denken wir denken frei, aber eigentlich ist das alles schon vorgeprägt. Und so, das ist so sehr, so diese aufdeckende, diese aufdeckende Phase der Postmoderne, dass man da irgendwie was aufdeckt, was eigentlich geheim bleiben soll, sozusagen, diese Machtspiele und so weiter. Machtdiskurse. Linguistic Turn, Wendung zur Sprache, ist auch ein wichtiger Stichpunkt. Also, das heißt, dass man das Instrument des Denkens selber darauf aufmerksam wird und das selber nochmal überprüft, darauf, wie das eigentlich mein Denken oder die Ergebnisse meines Denkens beeinflusst und insbesondere auch, wie das kulturell geprägt wird. Also, jetzt durch Ethnozentrismus, Nationalismus oder durch Sexismus oder durch Androzentrismus oder durch Phallologozentrismus oder Batterien sind nicht dabei. Also es gibt ganz viele Ismen, die sozusagen Machtinteressen ausdrücken und die unsere Sprache durchziehen, was die Postmoderne aufgedeckt hat. Daran sind sie gut, die postmodernen Philosophen. Vertreter eben ganz besonders für Voltaire, Foucault, Derrida, Lyotard, Bataille. Das ist Derrida, der ältere Herr, vor kurzem gestorben. Die Kritik der Moderne, der Postmoderne an der Moderne und an den großen Weisheitstraditionen. Also eigentlich gibt sich die Postmoderne gar nicht mit den Weisheitstraditionen ab, die geht eigentlich gleich direkt auf die Moderne los. Für die ist die Postmoderne, die Prämoderne und die Weisheitstradition eigentlich gar kein Thema sozusagen. Das ist eigentlich original. Eine der großen Entdeckungen der postmodernen Philosophie ist die Entdeckung der sprachlichen Konstruktion der Wirklichkeit durch die Aufdeckung des Mythos des Gegebenen. Also im Prinzip habe ich es mal genannt, Kants Einsicht nur aufs Kollektiv übertragen. Also was Kant sozusagen für den oberen Hinkontrollen herausgefunden hat, Moment, meine eigenen Gedanken spielen eine Rolle dabei, bei dem, was ich sehe, sagen die Postmodernen, Moment mal, unsere kollektiven Sinnüberzeugungen sind der Filter für das, was ich eigentlich wahrnehmen kann. Das heißt, die setzen nochmal eins drauf gegenüber Kant. Also der Konstruktivismus. Was denn? Konstruktivismus, ja. Sprache spiegelt nicht bloß passiv, sondern kreiert aktiv Wirklichkeit. Konstruiert Wirklichkeit. Der Mythos des Gegebenen wird unbewusst von all denjenigen praktiziert, die sich nicht über die wirklichkeitserschaffenden Effekte von Sprache klar sind. Also das wäre, wenn wir eine Sprache wählen, allein durch, mal ganz banal gesprochen, kind of language I'm speaking, if I'm speaking English, that's a whole different story. The words I have, the concepts I have, are totally different. Das gibt ja schon Nuancen, wenn man eine andere Sprache spricht, da merkt man schon, wie da andere Filter sind, wie da andere Konzepte sind und wie einem das eigentlich auch eine gewisse Art, eine gewisse Schiene reindrängt, das, was man sagen kann, was man nicht sagen kann. Wenn man dann noch andere Sachen mit hinzuzieht, dann kriegt man ein Gefühl dafür, dass die Dinge nicht unbedingt einfach nur gegeben sind, sondern eben, dass die Kategorien, die ich habe in meinem Kopf, die Sprache mir vorgibt, dass die eine Rolle spielen. Ich gebe immer dieses Beispiel mit den 20 Worten für Schnee, die Eskimos angeblich haben sollen. Also sie 20 verschiedene Ausdrücke für Schnee haben, je nach Konsistenz. Dementsprechend dieses Feinden muss die Wahrnehmung sein, dann für Schnee sozusagen. Ihr Netz der Bedeutungszuweisung muss viel feiner gestrickt sein in diesem Sektor sozusagen. So kann man das ein bisschen klar machen, was damit gemeint ist.
diejenigen, die den Mythos gegeben draufsetzen, nehmen das Gegebene, dass ihre Wahrnehmung liefert eine wahre Münze und nehmen an, dass es allen in derselben gleichgegeben ist. Also das ist ein bisschen Naivität, die die Postmoderne und der Moderne kritisieren. Also wenn da jemand Wissenschaft betreibt, dann nimmt er naiv an, dass es hier so nachvollziehen kann. Und gleichzeitig werfen die Postmoderne vor, dass es eine maskuline, weiße Oberschicht, die gewisse Aussagen, soziologische Untersuchungen zum Beispiel macht. Und da können nur gewisse Sachen rauskommen, andere Sachen können nicht mal rauskommen und so. Also das ist so der aufdeckende Charakter der Postmoderne. Mythos ist gegeben, oder logischer Imperialismus ist die Auffassung, es gibt eine unabhängig vom Betrachter existierende Realität. Die Welt ist so, wie ich sie wahrnehme, die Dinge selbst sagen mir, wie sie geschaffen sind. Also es ist so, dieses Phänomenologie ist eigentlich im Prinzip genau der Ausdruck davon. Deswegen haben die Postmodernen die Phänomenologie so stark angegriffen, weil sie über die tatsächlich so das nennen, wie es sich gibt. Und das ist aber auch eine legitime, damit sind sie aber ein bisschen auch über das Ziel hinausgeschossen, die Postmodernen, weil Phänomenologie es bleibt einfach eine legitime Methodologie, wenn man es mal über einen großen Umfang sieht. Das ist ein wichtiger Teil des integralen Pluralismus. Also es gibt viele Methodologien und die müssen alle umarmen, jeder ihren Platz und ihre Stärken und Schwächen. Und Phänomenologie ist eine davon. Aber man sieht sich selber blind für andere Aspekte der Realität. Und das hat darauf haben die postmodernen Finger gelegt und sagte, da muss man hingucken. Ja, das Reflexionsparadigma ist auch genannt Spiegel der Natur oder die Idee, man kann die Natur einfach so abspiegeln. Das ist einfach. Da ist es gegeben, so nehme ich es. Unwissenheit über die Bedeutung kultureller und intersubjektiver Netzwerke für die soziale Konstruktion von Realität. Und monologischer Naturalismus wird es genannt, weil eben die klassische Naturwissenschaft monologisch ist. Das heißt, sie hält einen Monolog über etwas, über ein Ding, während eben die postmoderne Philosophie dialogisch ist. Das geht auch um die Kommunikation und im Austausch zusammen. Auch Aussagen über spirituelle Realitäten geschehen immer schon innerhalb gewisser kulturell kontingenter Sprachspiegel, könnte man sagen. Also was ich vorhin gesagt habe zu den Zuständen, wie interpretiert man das? Das hängt auch von der Kultur. Das Problem von Spiritualität in der postmodernen Welt, die großen Weisheitstraditionen der Welt verpacken ihre Weisheit immer noch in altveralteten metaphysischen Konzepten. Deswegen wird das Geschenk nicht angenommen. Das ist so hässlich, die Verpackung. Kritik der Moderne, pure Metaphysik, unwissenschaftlich, da nicht nachprüfbar, reine Spekulation. Kritik der Postmoderne, kulturell gebundene und sozial konstruierte Aussagen, Mythos ist gegeben, ihr meditiert, ihr nehmt da, was euch dann gegeben wird, ganz naiv als das, was ist. Wie naiv muss man sein? Sozusagen, das ist so die Kritik daran. Problem. Daran beide schon, das hört nicht jedes Kind mit dem Bade aus. Religion, raus, weg damit. Also, was wir eben gesehen haben, die Ebene, Linienverwechslung, alles weg, komm, brauch nicht. Mach nur Unfug, mach nur Ärger, weg. Und dass da ein kostbarer Schatz drin ist, der Befreiung verheißt, in der relativen Wirklichkeit, das, was Absolutes ist, in der relativen Wirklichkeit, das dadurch ausgeblendet wird. Das ist aber schade. Was integrale Spiritualität bedeuten kann, wenn man ein bisschen konkreter wird, mit dieser philosophischen Reise. Eine neue Verpackung für das Geschenk im Prinzip. Was heißt das? Zum Beispiel Aqua als Modell, dass die Schlüssel an sich in der Prämoderne, der Moderne und der Postmoderne umfasst. Prämoderne ist die Auffassung, die Weisheit übernommen, dass es eine erfahrbare, mystische, wirkliche Wirklichkeit gibt. Also ein Spektrum von, das sich spannt über die Materie bis hin zum Geist. Das kann man phänomenologisch oder innerlich sozusagen, kann man, wenn man diese Erfahrung macht, kann man nach dieser Landkarte der Wirklichkeit so, sich so konstruieren. Dadurch ist die große Kette des Seins entstanden, dass die Leute
in ihren eigenen Geist geguckt haben und gewisse Sachen bemerkt haben. Dass es eben verschiedene Schachtelungen, verschiedene Ebenen des Seins gibt. Und die haben sie dann postuliert als präexistent, als vor jeder Betrachtung gegeben, sozusagen. Und das ist ja das, was kritisiert wird von der Moderne, von Postmoderne. Aber man kann anerkennen, es gibt eine erfahrbare, mystische, göttliche Wirklichkeit. Das ist um die Großkette des Seins, ganz gut zusammengefasst von Houston Smith, der gezeigt hat, dass es in verschiedenen Traditionen der Welt, meistens Traditionen eigentlich, diese Auffassung jahrhundertelang gang und gäbe war. Es war sozusagen das Top-Sprachspiel der Zeit, zu sagen, es gibt die große Kette des Seins von über Materie, Leben, Geist, Seele, bis hin zum Wirklich-Geistigen. Ja, genau. Das ist genau. Moderne, was nehmen wir aus Moderne dafür? Die experimentelle Methode insbesondere. Gute Wissenschaft, was ist das? Höber sagt, das sind die drei Stränge der Erkenntnis. Was sind die drei Stränge der Erkenntnis? Induktion ist der erste Strang, ein Paradigma, eigentlich nur ein Satz, der sagt, wenn du dies wissen willst, dann tu jenes. Wenn du wissen willst, wie viele Monde Jupiter hat, dann schaue ich das durch das Fernrohr. Wenn du wissen willst, ob es regnet aus dem Regen, du machst Fenster auf und raus. Wenn du wissen willst, worum es bei Shakespeare und Hamlet wirklich geht, dann schlag das Buch auf und lies nach. Wenn du wissen willst, was weiß ich. Also, und dann wirklich das auch machen, nicht nur nachdenken, durchführen, direkt Daten sammeln, Experiment machen. Und kollektive Verifikation oder Falsifikation, aber nur unter denen, die auch die ersten beiden Schritte gegangen sind, weil es bringt ja nichts, mit Leuten zu diskutieren, die nicht von Tuch und Blase keine Ahnung haben. Als Leute, die Shakespeare's Hamlet nicht gelesen haben, kann ich keine literaturwissenschaftliche Diskussion führen. Oder mit Leuten, die keine wissenschaftliche Ausbildung genossen haben, brauche ich nicht über die Jupiter-Runde diskutieren. Weil Erkenntnisgewinnung diesen Streichschritt folgt, ist sie valides Wissen auch im kantischen Sinne. Es werden keine Dogmen aufgestellt, sondern systematische Erfahrung oder Daten produziert, die grundsätzlich von jedermann nachprüfbar sind. Also im Prinzip kann jeder sozusagen, das ist der Anspruch von Wissenschaftlichkeit, Reproduzierbarkeit. Und Herr Wöber sagt aber, dieses Verfahren lässt sich ohne weiteres auch auf Meditation und Kontemplation anwenden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man kann tatsächlich in seinem eigenen Geist dieses Experiment machen. Sich hinsetzen, meditieren und gucken, was passiert. Wenn man das konsistent macht, sagt er 15 Jahre lang oder so, dann wird man vielleicht irgendwann andere Zustände des Bewusstseins erleben, eben was ich geschrieben hatte. Und dann wird man vielleicht Erleuchtungserfahrung haben. Aber es ist kein Dogma, sondern have a try. Versuch es auch. Und die Leute, die es machen, zum Beispiel in der Zen-Tradition, gibt es dann auch eben sowas wie kollektive Verifikation oder Falsifikation deiner Erfahrung. Und dann gibt es eben Leute, die dir sagen können, ja, deine Erfahrung, das war noch nicht die wirkliche Leerheit, geh nochmal tiefer in der Meditation. Oder wie auch immer, die kennen das von innen heraus, weil sie es selber gemacht haben. Und die können ja sozusagen quasi wissenschaftlich sagen, das war Erleuchtung und das war Käse. Das ist einfach der Schlüssel, wie man die Tradition verbinden kann, oder die mystischen Traditionen zumindest. Man kann nicht die ganze Religion retten, man kann aber die mystischen Traditionen, das ist ja eigentlich der Kern der Religion, die kann man verbinden mit der Einsicht in der Moderne. Das ist überhaupt nicht unkompatibel, im Gegenteil. Postmoderne, da nehmen wir nochmal den Konstruktivismus mit. Die Anerkennung der Wirkmächtigkeit des Wirkontranten, oder des Unterwirkontranten. Zone 3 und 4 habe ich beschrieben, bei der Erzeugung von Wirklichkeit. Alle Erfahrungen vor dem Hintergrund kollektiver Sinnmuster und Sprachspiel bedeutet, auch spirituelle Erfahrungen, haben wir gesehen. Das ist wichtig zu wissen, okay, es gibt da Sprachspiele, Sinnmuster. Wenn wir eine Erfahrung haben, dann wird es daraus interpretiert. Die Anerkennung der Bedeutung von Interpretation und Kontextualität beim Erkenntnisprozess statt naiver Annahme eines Invarianten für alle Gegebenen. Okay, haben wir jetzt gut darüber gesprochen. Das kommt alles mit rein in die integrale Spiritualität und auch sowas wie, was er nennt, Postmetaphysik. Und nochmal, was ist mit der Physik? Annahme vorgängig gegebener Entitäten, also die irgendwie
existent sind und die allen irgendwie zugänglich sein sollen, angeblich Seele, Gott, Konsequenz des Seins, sagt Wilber, brauchen wir alles gar nicht. Das ist belastet nur unsere Verpackung. Sagen wir, lassen wir das doch einfach weg und sagen, lass die Leute das selber erfahren, ob es das gibt. Und zwar, was kann das sein, der Postmetaphysik, Anerkennung der Realität spirituellen Erfahrung, das ist der Beitrag der Prämoderne, also zu sagen, ich sage, okay, ich gehe in den Zustand und habe tatsächlich eine spirituelle Erfahrung, das ist nicht nur Nonsens oder irrational oder Quatsch. Kantische Werte zum Subjekt, also im Beitrag der Moderne. Die linguistische Wende zur Sprache, den Beitrag der Postmoderne. Und die Verabschiedung von den metaphysischen Dogmen ist auch wichtig. Also eben zu sagen, wir brauchen gar nicht mehr daran zu glauben, dass es da Leben und Tod gibt oder irgendwas. Finden wir es doch raus, erfahrungsbasiert, induktiv. Wir folgen der Induktion, gehen diese drei Schritte und dann können wir ja zum Urteil bilden. Ganz im kantischen Sinne, überhaupt kein Problem. Passt so richtig wunderbar zusammen. Sterben und Sehen. Aqual und ganz wichtig, Aqual, also Theorie oder auch diese integrale methodologische Pluralismus, GRP, als Matrix, aus der sich diese große Kette des Seins und alle Essentials der Weisheitstradition rekonstruieren lassen, ohne deren metaphysischen Ballast. Also er sagt es, wenn man sich diese Aqual-Matrix nimmt und gewisse Parameter da einsetzt, zum Beispiel sagt, wir gucken mal nur den oberen linken Quadranten und nur von dieser Ebene aus gehen wir in den Zustand rein, dann kann man erklären, wie die Leute darauf gekommen sind, eine große Kette des Seins zu postulieren. Sie haben nämlich die gewisse Erfahrung gemacht, wir haben eine Landkarte davon erstellt, eben die große Kette des Seins. Aber wir müssen nicht behaupten, dass die präexistent ist, können das offen lassen und sagen, dass die Leute selber erfahren. Ja, es gibt noch weitere wichtige Konzepte an integraler Spiritualität. Das Buch ist einfach ein Hammer. Es ist so dicht und so dense und so. Das ist einfach eigentlich, was ich hier mache, ist eigentlich auch nur ein Bruchteil davon. Und mir ist es schon zu viel und euch wahrscheinlich auch gleich. Ich bin auch gleich fertig. Aber ich würde euch noch ein paar wichtige Konzepte an integraler Spiritualität wenigstens auf den Weg geben. Und eins ist evolutionäre Erleuchtung, also das hatte ich vorhin schon gesagt, die gleitende Skala der Erleuchtung. Erleuchtung ist nichts Statisches, sondern entwickelt sich, sagt Wilber. Es gibt einmal die Welt, es gibt einmal die Mehrheit und die Form. Erleuchtung ist die Verwirklichung der Einheit mit allen Zuständen und Ebenen, die zu einem gegebenen Zeitpunkt existieren. Leere ist Freiheit, Form ist Fülle. Was ich gesagt habe, die gleiche Freiheit mehr Fülle. Die Evolution geht weiter, es kommen immer mehr Sachen ins Dasein, mit denen man eins sein kann. Also mehr Fülle, die Befreiung, die Leere als Leere geht nicht. Bleibt die gleich. Erleuchtung entwickelt sich. Ja, genau. Das habe ich eben gesagt. Das ist wichtig. Und das sind die drei Gesichter Gottes. Das ist auch ein interessantes Konzept, das er aufbringt. Er sagt, es gibt nicht nur diese zweite Person. Perspektive auf das Göttliche, da ist eine Person und ich verneige mich von ihr. Sondern es gibt eben auch dieses daoistische Verständnis, Gott als S oder Gott als Ich sozusagen aus der ersten Person Perspektive. Das würde ich gleich noch ein bisschen differenzierter darstellen. Mindestens zwei Perspektiven auf das Göttliche. Die erste Person, Aspekt hier ist der objektive Aspekt des Göttlichen. Dritte Person, Perspektive, das S. Bezeichnungen dafür sind das Mysterium, Dharma, Heiliger Geist, universelle Ordnung, kosmische Harmonie, das Tao, der Taoisten fällt darunter. Und zum Beispiel hier in diesen Traditionen findet man das auch tatsächlich auch in der Wissenschaft. Geht man zu Einstein, der ist ja irgendwie auch mystisch berührt gewesen von seinen Ergebnissen und hat sozusagen die Schönheit in der göttlichen Schöpfung anerkannt. Das ist sozusagen dieser Weg der dritten Person. Intersubjektiv, wenn man wirklich eine Verbindung als Person, als
als Mensch, als Individuum zu einem Schöpfergott aufnimmt. Das ist auch eine Dimension, die er einfach darunter gelitten hat, dass die unter der Ebene Linienverwechslung, dass man, wo diese zweite Version und Spiritualität eigentlich fixiert wurde auf dieser mythischen Ebene. Aber es gibt durchaus höhere Ebenen, weil sie kennen ihr Gespräch mit Gott oder so, dieses Buch von Gilbert Walsh, das ist zumindest pluralistisch, wenn ich so höre, pluralistische Interpretation dieser zweiten Person Perspektive Gottes. Gott, der die große andere, Allah, Krishna, Göttin, Jesus, Heilige Vater, große Mutter, Christentum, Islam, Judentum, also das ist da klassisch, das sind die monotheistischen Religionen, die haben das gut durchdrungen. Für die ist es aber ganz tabu, Gott im Ich zu finden, oder für viele. Gott, wie es im Buddhismus sehr stark zu finden ist, also diese erste Person, ich kann erwachen, ich bin Buddha, ich selber, in mir selber. Habe ich dir das Absolute, erfahre ich das Absolute aus der ersten Person-Perspektive. Und dieses Ich, der Zeuge, Brahman, findet man sehr stark im Buddhismus oder auch in der Vedanta-Richtung, diese non-duale Sicht. Und interessant ist, dass man, gibt es jetzt natürlich, dadurch, dass man das weiß, die Möglichkeit der Würdigung der Tradition unternimmt, dass man sieht, haben alle ihre Prägung, ihre Stärken und auch die Möglichkeit der Ergänzung der eigenen Praxis. Das heißt, man kann eben noch eine. Ich zum Beispiel mache viel buddhistische Meditationspraxis. Ich einfach diese zweite Person hinzunehme, den Bezug zum Göttlichen. Also, dass ich das mehr in mir stärke. Ich finde, es gibt mir auch was. Also, es war mir damals nur immer unheimlich oder ungeheuer. Und da wieder in Kontakt zu finden, ist nicht ganz, ganz heilsam. Ja, so ein kurzes Zusammenfassung. Also wir haben gesehen, diese Aquat-Analyse, es gibt eigentlich kaum Verständnis über Zustände und Stufen. Es gibt diese Prätransverwechslung notorisch. Also dann gibt es die Ebene-Linie-Verwechslung notorisch in der Gesellschaft. Es gibt die kulturelle Deformation der Linie der spirituellen Intelligenz, das führt zu Terrorismus. Vorschläge von Böhmer dazu sind die Weltreligion als Förderband für höhere Strukturen der Entwicklung zu nutzen. Update des Interpretationsrahmens der Spiritualität, der kompatibel ist mit Postmoderne, das ist sein Vorschlag, und neue Praktiken, das schlägt er auch vor, das Einsein Gottes, Word of Fear of God, nennt er das, oder auch der 3-2-1-Prozess, das ist zur Schattenintegration, weil er sagt, Meditation hilft auch nicht bei der Schattenarbeit, sondern er kann helfen, aber er setzt die Schattenarbeit nicht, das ist etwas, was man auch machen sollte. Zusätzlich, das ist eben Basis oder wird in der Integralungspraxis hängen. Das war das Hauptvortrag, der Rest ist Werbeblock. Wenn ihr da noch Interesse habt, habe ich noch ein paar.